ist ja nun ein Stück, das ist ein Mythos. Aber ein Mythos entsteht ja oftmals eben durch, eigentlich dadurch, dass ein Stück nicht gespielt wird oder zunächst einmal gescheitert ist. Und das ist diese Uraufführung gewesen. 1962 in der New Yorker Town Hall hat Mingus versucht, sein großes Opus Magnum auf die Bühne zu bringen. Und dann hat Gunter Schuller das Werk ja rekonstruiert in einer sehr dankenswerten Leistung. And I remember when Sue called me, you know, about they've just discovered this music in the closet, and she said something like, well, what are we going to do about it? I said, what do you mean, what are we going to do? We're going to perform it. We're going to premiere it. Und dann haben wir 1989 die große eigentliche Uraufführung dank Gunter Schuller und etlicher Mitstreiter in einem All-Star-Ensemble, die dann das aus dem Nachlass von Mingus rekonstruierte Stück aus einem, glaube ich, unglaublich chaotischen Konvolut von teilweise auch gar nicht fertig komponierten Stücken dann rekonstruiert und zusammengebaut haben. Die Uraufführung, die eigentliche, damit waren die auf Welttournee. Ich habe das Stück als Jugendlicher in Zürich gehört, bei der ersten Tour, die in Europa stattgefunden hat. Und ich war da 2 Stunden drin und ich war wirklich hin und weg. Ich habe mir auch in dem Moment danach gesagt, also das würde ich auch wahnsinnig gerne mal aufführen. Deswegen freue ich mich jetzt auch ganz besonders, dass das über 20 Jahre danach, wahrscheinlich sogar 30, Wirklichkeit wird. Aber was ist passiert? Zunächst einmal wurde der Konzerttermin vorverlegt. Er war gleichzeitig mit der Partitur noch nicht wirklich fertig und somit auch noch nicht mal mit den Stimmen, die ja ausgeschrieben werden mussten, bei einem großen Stück über 30, fast 40 Musiker. Das Ganze war ein Konglomerat von Problemen. Naja, das Besondere bei dem Stück ist, es ist eine doppelte Big Band. Mingus war ja Bassist, er hat selber Bass gespielt. Auch bei diesem ersten Town Hall Konzert hat er sogar vom Bass aus geleitet. Und es braucht im Grunde genau das, was Mingus selber war, nämlich ein Jazzmusiker, die aber mit einer klassischen Bildung im Hintergrund sind. Und unser Orchester und unsere Big Band und auch das Chip, diese Kooperation bedingt, dass wir sowohl klassisch als auch im Jazz-Idiom uns auskennen, und deshalb ist dieses Ensemble für dieses Stück prädestiniert und deshalb wird es in der Philharmonie ein historisches Ereignis. Es ist genau zwischen den Stilen. Es gibt Stücke, die sind total jazzig, groovig, da geht es wirklich um Improvisationskunst, dass man voll abgehen kann, dass man loslassen kann, und andere Stücke brauchen richtig große, sag ich mal, Orchesterkompetenz. Und Mingus hatte diese unglaubliche Vision, diese beiden Musikstile zusammenzubringen. And there had been nothing like that in jazz. There had hardly been anything like that in avant-garde classical music. Because in addition to the complexity, the compositional complexity, the layers of music and all the different rhythms and kinds of musics going on simultaneously, you also had to swing. Mingus war zudem ja ein unglaublicher Choleriker. Er hat dann seinem Arrangeur noch irgendwie in der Nacht vor der Aufführung in einem Wutanfall einen Zahn ausgeschlagen. Die Polizei musste kommen, weil es gab Tumulte während der Aufführung. I think, Randy, that some of these parts are the hardest parts I've ever tried to play. It's not only are they hard, they're just amazingly unusual. Das Panorama ist halt so grandios, weil es immer von Groove eigentlich ausgeht. Also es ist immer Musik, selbst wenn er neue Musikstile schreibt, ist es nie irgendwie abstrakt. Also man braucht wirklich null Angst zu haben, dass das irgendwie ein verkopftes Konzert ist. Alle seine Einflüsse hört man wirklich ganz toll. Also der Blues ist immer präsent. Ellington ist, finde ich, auch immer sehr präsent. Also er war ja auch eine Zeit im Ellington Orchester und hat mit Ellington gespielt. Und Strayhorn auch. Also, und das ist alles wahnsinnig leidenschaftlich geschrieben und gefühlt. Mingus wollte dann das Publikum nach Hause schicken, eigentlich wollte er sagen, ja, ihr kriegt euer Geld zurück, wenn ihr heimgeht. Das wollte das Publikum wiederum nicht. Also es ging alles schief, was schief gehen konnte, und dann versteht man ja auch, warum er dieses ganze Projekt dann erstmal bis zu seinem Tod beerdigt hat. Und die Noten verschwanden irgendwo im Schrank oder in der Schublade. Und Mingus war wirklich ein wahnsinnig leidenschaftlicher Mensch und Musiker, und da irgendwie ranzukommen, das ist natürlich für alle Musiker, die hier mitmachen, große Herausforderung. Nun gibt es die
quasi endlich wieder auch Aufführung hier in Berlin. Das historische Ereignis, von dem Rübe sprach. Aber es gibt ja doch persönliche Verbindungslinien. Ja, wir haben zum Beispiel einen Wahnsinnssolisten, den Randy Brecker, den wir kontaktiert haben durch Wolfgang und der sofort Feuer und Flamme war, der aber gleich gesagt hat, bitte ordentliches Material vorlegen. Vielleicht kannst du dazu sagen, Randy Brecker hat wann mitgespielt? Ja, das war in der 89er Tournee. Auch hier im Haus der Kultur in der Welt, glaube ich, war das. Und der fand das Stück auch großartig und ist auch total glücklich, dass er jetzt mit uns das aufführen kann. Und wir sind glücklich, dass er dabei ist. Very few musicians have that presence. I mean, even if he was just sitting there, he just emanated music and art. It was beyond music. His life was really beyond music. It was really, his life was art. Vera, warum heißt du, du sagst 19. September, ja, und dann Berliner Philharmonie, Epitaph, wir sehen uns. Und bei Wir sehen uns machen wir alle so. Ja, okay. Was sage ich 19? 19. September. Okay. 19. September. Berliner Philharmonie. Epitaph. Wir sehen uns.